Hallo und herzlich willkommen zum Video Quantenverschlüsselung zum Selbstmachen. Ich bin Franz und habe verschiedene Expertinnen interviewt, wie das eigentlich funktioniert. Hallo, ich bin Hendrike und ich kenne mich ganz gut mit klassischer Verschlüsselung aus und habe gehört, dass Quanten helfen können, die noch sicherer zu machen. Was ist denn eigentlich so das Problem bei der klassischen Verschlüsselung? Das Problem ist, dass wenn sich zwei Personen eine Nachricht schicken möchten, müssten sie einen Schlüssel austauschen, so sicher wie möglich. Und einer wäre natürlich, sich in Person zu treffen, aber ist ja super aufwendig. Genau, also ich mache das für Online-Banking auch nicht. Wie funktioniert das da? Also ich könnte noch einer dritten Person vertrauen, die den Schlüssel für mich austauscht. Oder es gibt sehr komplizierte Rechenverfahren, aber das ist natürlich auch sehr aufwendig. Ah, okay. Also genau, da gibt es eine Möglichkeit, wie man das mit Quanten machen kann. Das hat auch den Vorteil, wir können schauen, ob jemand versucht mitzuhören beim Schlüsselaustausch. Und wir können auch spezielle Verschlüsselungsverfahren benutzen, die besonders sicher sind. Ah, okay, das klingt super spannend. Aber wir sollten uns vielleicht erstmal angucken, wie das Internet funktioniert. Ja, super, dann machen wir das. Für das Internet wird Licht über ein Glasfaserkabel geschickt. Das ist so, wie wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Laser einfach einschalten würde. Dafür setzen wir uns mal eben die Schutzbrillen auf. Genau. Und Alice schickt sozusagen hier die Nachricht los und hier empfängt die Bob. Genau, das Kabel wäre das. Und da kann jetzt einfach jemand mithören? Genau, also ich könnte jetzt einfach hier mitten ins Kabel reinschneiden, die Nachricht abhören und dann weiterschicken und niemand würde es merken. Ah, okay. Dafür braucht man die Quantenphysik. Und zwar, wenn wir einzelne Photonen nehmen und Photonen sind Lichtquanten und Quanten ist immer die kleinste Portion von etwas. Es kann keine halben Photonen geben, es kann immer nur ganze geben. Und das kann man da gleich ausnutzen. Man muss dafür aber noch wissen, dass Licht auch polarisiert sein kann. Also Licht schwingt in ganz viele verschiedene Richtungen. Man kann mit so einem Polarisationsfilter, kann es dann nur noch hoch und runter schwingen. Die sehen in echt dann zum Beispiel so aus und den kann Alice hier benutzen und kann den reinsetzen. Und Bob kann auch so einen Filter haben. Und dann sieht man hier immer noch Licht. Und jetzt kann aber Alice zum Beispiel auch sagen, okay, statt einem Licht für eine 1 möchte ich eine 0 schicken, dreht sie ihren Filter um 90 Grad, dann kommt kein Signal mehr an. Und wenn jetzt eine dritte Person versucht mitzuhören, dann kann die ganz leicht das Signal verändern. Jetzt kommt wieder ein bisschen Licht an. Mhm. Und dafür bräuchten wir jetzt aber einzelne Photonen. Und weil wir die gar nicht sehen können, haben wir diese Box, wo wir das alles ausmehren können. Und statt Photonen benutzen wir einfach eine Münze. Die hat einen Wert 0 und 1 drauf gedruckt. Da können wir das alles ganz genauso machen. Wir benutzen jetzt hier diese Box. Das ist der Keygen und der simuliert für uns die Quantenmechanik. Da kann man die Münze entweder mit der 1 oder mit der 0 in Basis 1 oder in Basis 2 reinwerfen. Aha, und was ist das Besondere an diesen Basen? Das Besondere ist, wenn ich jetzt hier die 1 in die Basis 2 reinstecke und ich messe in der gleichen Basis, also Basis 2, dann kommt hundertprozentig wieder eine 1 raus. Also gleiche Basis schicken und messen ist immer der gleiche Wert. Aber die Münze hier in Basis 2 reinstecken und in Basis 1 messen, also unterschiedliche Basen, kommt ein zufälliger Wert raus. Ist jetzt genau das gleiche, aber es ist eine 50-50 Chance. Okay. Und wie hilft uns das jetzt bei der Verschlüsselung? Dafür müssen wir uns jetzt so einen Zettel mit einem Protokoll nehmen und probieren das mal aus. Okay. Wir müssen uns jetzt öfters unser Photon oder unsere Münze zuschicken. Das bedeutet, du kannst die Münze nehmen und kannst dir einen Wert ausdenken, der nach vorne zeigt, entweder die 1 oder die 0 oder was nach oben zeigt. Und ob du die Basis 1 oder 2 einwirfst. Und ich werde die danach messen. Ganz wichtig ist aber, dass wir beide uns ganz genau Notizen machen, welcher Wert und welche Basis wir genutzt haben. Okay. Das bedeutet, du kannst jetzt die Münze einwerfen und ich schaue mal dabei weg. Okay, also ich werfe jetzt mit einem Wert in die Basis, die ich möchte. Genau, du kannst dir jedes Mal was anderes ausdenken. Und lese es aber nicht aus. Nee, das werde ich gleich machen, aber du musst dir ganz genaue Notizen machen. Dann sozusagen kommt das Photon bei mir an durch das Kabel und ich überlege mir eine Basis, an der ich messe. Ich kann auch jedes Mal wechseln. Und ich schreibe mir das auf, welche Basis ich benutzt habe und welcher Wert bei mir rausgekommen ist. Und das müssen wir jetzt 10 Mal machen. So, fertig. Und jetzt?
jetzt müssen wir unsere Basen vergleichen und das können wir auch laut sagen, das kann jeder mithören. Okay, also die Base war, wo ich eingeworfen habe, ne? Genau. Wichtig dabei ist, dass wir nie den Wert verraten, weil den werden wir später benutzen. Okay. Ich habe beim ersten Wurf Basis 2 benutzt. Nee, ich nicht. Dann streichen wir diese Zeile weg. Mhm. Beim zweiten Wurf habe ich Basis 1 benutzt. Ich nicht. Streichen wir diese auch weg. Dritter Wurf, Basis 2. Habe ich auch nicht. Vierter Wurf, Basis 1. Ja. Die können wir behalten. Elfter Wurf, Basis 1. Ja. Zwölfter Wurf, Basis 1. Ja. Überall, wo wir jetzt die gleiche Basis benutzt haben, wissen wir, dass wir eigentlich genau den gleichen Wert haben müssen, ohne dass wir jetzt darüber gesprochen haben. Das heißt, jeder Fremde darf mithören, welche Basis wir benutzt haben, hat aber noch gar keine Informationen über unseren Schlüssel. Jetzt müssen wir uns darauf einigen, wir haben jetzt 5 Werte, die wir für den Schlüssel benutzen können. Mhm. Welche wir davon benutzen? Ich würde sagen, lass uns einfach die ersten 4 nehmen, und zwar der 4. Wurf, der 5. Wurf, der 10. und der 11. Die können wir unter unsere Tabelle auf den Zettel mit draufschreiben. Da sind jetzt die Werte sozusagen der Schlüssel, ne? Genau. Okay. Das, was sozusagen die Münze gezeigt hat. Ja. Aber wie können wir das jetzt benutzen, um zu verschlüsseln? Als einfache Verschlüsselung können wir die Caesar-Chiffre nehmen. Ich habe dafür hier 2 Alphabete und habe hier unten schon mal mögliche Codes aufgemalt. Und wenn ich jetzt hier unten die Markierung an diesen Code anhalte, dann kann ich sozusagen hier oben meinen Klartext verschlüsselt aufschreiben. Also ich nehme mal den oberen Buchstaben, den ich eigentlich möchte, und schreibe aber den unteren auf. Okay, dann schaue ich mal weg und bin gespannt, was du mir für eine Nachricht schickst. Okay. Das ist jetzt meine verschlüsselte Nachricht. Okay. Du machst jetzt das Gleiche. Legst wieder die Markierung hier oben an unseren geheimen Schlüssel. Ja. Und liest dann hier unten diese Buchstaben aus und schreibst aber dir selber sozusagen die oberen auf. Und das ist dann die entschlüsselte Nachricht. Okay, Z wird zu Q. Dann D zu U. J zu A, W zu N, C zu T, N zu E und W nochmal zu N. Quanten. Richtig, genau. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir sicherstellen, dass da niemand mitgehört hat? Okay, wir machen genau das Gleiche nochmal. Du wirfst die Münze in die Box und machst ja auch genau die gleichen Notizen. Mhm. Ich mache auch genau das Gleiche, aber jetzt kommt Fabi dazu. Und der übergibt uns immer die Box. Das ist, wie wenn das Signal entlang wandert und er das Kabel mit der durchschneiden könnte und mitmessen kann. Und wir schauen, ob wir rausfinden können, ob er lauscht oder nicht. Okay, alles klar. Okay, jetzt brauchen wir Fabi nicht mehr. Und wir können wieder unsere Basen vergleichen, genauso wie vorhin. Mhm. Spannend ist, wenn wir einmal die gleiche Basis haben. Wurf 1 habe ich Basis 1. Ja. Jetzt können wir auch unseren Wert laut sagen. Den dürfen wir nur auf jeden Fall nachher nicht mehr für den Schlüssel benutzen. Ich habe Wert 0. Ja, genau, habe ich auch. Okay, das sieht gut aus. Wurf 2, Basis 1. Nein. Wegstreichen. Wurf 3, Basis 2. Nein. Wurf 4, Basis 2? Ja. Da habe ich Wert 0? Nee, ich habe Wert 1.
Aber eigentlich haben wir ja gesagt, wenn ich bei der Basis gleich einwerfe und auslese, kommt der gleiche Wert raus. Das ist die Quantenphysik, oder? Genau, wenn einmal der Wert nicht passt, wissen wir sofort, dass jemand gelauscht hat. Ah. Und zwar den Schlüssel nicht mehr benutzen. Fabi könnte auch Glück haben und manchmal richtig raten. Deswegen müssen wir mehrere Werte vergleichen. Sobald wir 8 verglichen haben, hat er nur noch 1% Chance. Und je mehr wir vergleichen, desto sicherer sind wir, dass er nicht mitgehört hat. Okay, verstanden. Aber sag mal, diese Cäsar-Chiffre, das hat für mich jetzt gar nicht so sicher gewirkt. Nee, also die Cäsar-Chiffre ist ein Beispiel, was man gut auf Papier machen kann. In echt würde man zum Beispiel jeden einzelnen Buchstaben verschlüsseln müssen. Das ist für Computer kein Problem, aber dann wäre es auf jeden Fall unknackbar und nennt sich auch One-Time-Pad. Ah, cool. Das ist ja das Praktische. Wir können eigentlich die ganze Zeit hier neue Schlüssel erstellen oder einen Computer, der mit Photonen kommuniziert. Ist auch gar kein Problem. Und dann haben wir eine abhörsichere und unknackbare Verschlüsselung mit Quanten. Ja, super. Vielen Dank. Und wenn ihr noch ein Experiment mit dem Keygen anschauen wollt, es gibt noch ein Video zum Quanten-Cointoss. Oder wie ich sie war. Du wirfst die Box. Du wirfst die Box. Du wirfst die Box auf Abi. Ich will schauen, was passiert.